Du hast deinen Bass aufgenommen und abgemischt, aber irgendwie scheint dieser klein und einsam in der Mitte zu stehen und du möchtest, dass er ein kleines bisschen größer wirkt. Das geht mit einem relativ einfachen Trick, den ich dir gleich zeige, und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und apropos groß, wenn man sich die Songs im Radio anhört, dann wirkt der Bass in solchen Produktionen auch immer relativ groß, wobei doch jeder weiß, dass ein Bass normalerweise mono und in die Mitte gemischt wird. Aber wie kriegen die Großen es hin, dass dieser Bass auch größer klingt, also larger than life, nicht nur einfach mono in der Mitte, sondern irgendwie größer im Stereopanorama? Klar, kann man mit Modulationseffekten arbeiten oder mit einem Widener, einem Programm oder einem Plugin, mit dem man seine Stimmen zum Beispiel breiter machen kann, ohne dabei irgendwie Monokompatibilität einzubüßen. Wenn du dich dafür interessierst, habe ich schon mal ein Video zugemacht, kann ich dir hier oben einblenden. Aber beim Bass ist das immer ein bisschen schwierig, weil man sich da ja ganz oft Phasenschwierigkeiten einheimsen kann. Und es ist nichts wäre blöder, wenn bei der einen Note der Bass noch gut zu hören ist und durch Phasenschwierigkeiten bei der nächsten Note schon nicht mehr zu hören ist. Der Bass sollte ja stabil im Mix stehen. Mit einem einfachen Trick, den ich dir gleich zeige, kannst du dafür sorgen, dass der Bass trotzdem ein kleines bisschen größer wirkt, ohne sich Phasenschwierigkeiten einzuheimsen. Und das schauen wir uns gleich mal in der Mix-Session an. Verpasst danach nicht die Frage der Woche, denn da kläre ich mal die Frage, was wohl das perfekte Mikrofon für Vocalaufnahmen, also für Gesangsaufnahmen ist. Oder zumindest, was es für mich ist. Schauen wir uns das aber gleich nach der Session an. Jetzt geht's erstmal in die Session. Und falls dir dieses Video jetzt schon gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach schnell zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber jetzt geht's ab in die Session. Wir gucken mal, wie wir den Bass größer kriegen. Also los geht's. So, da sind wir schon in der Session. Und damit du weißt, wovon wir überhaupt reden, hören wir am besten erstmal in das Klangbeispiel rein. Das klingt so. Schöner, kerniger Drahtbass. Ich sage immer Drahtbass, wenn ich einen echten Bass aufgenommen habe, also wo echte Drahtseiten drauf sind, also ein Drahtbass. Kerniger Drahtbass mit einem Verstärker-Plugin schon drauf, damit es auch schön angezehrt ist und sich schön in den Mix integriert. Soweit alles gut, aber der Bass steht halt mono in der Mitte. Ich meine, da gehört er ja auch hin, aber achte nochmal drauf, er ist da schon ziemlich einsam, ne? Machen wir ihn am besten ein kleines bisschen größer. Was wir dafür brauchen, sind als erstes mal ein paar weitere Bassspuren. Und zwar exakt die gleichen Bassspuren, die wir hier schon vorliegen haben. Wir haben ja hier eine Bassspur und die können wir am besten jetzt erstmal duplizieren. Und der Trick funktioniert übrigens auch in jeder anderen DAW. Ne? Lass dich also nicht davon abschrecken, dass wir hier jetzt in Logic sind. Das Prinzip ist dasselbe in jeder DAW, ob die dann Pro Tools heißt, Studio One, Cubase, Reaper, FL Studio und wie sie alle heißen. Das funktioniert überall gleich. Wenn das Prinzip verstanden ist, dann kannst du das auch bei deinem Song anwenden, auch wenn deine DAW nicht Logic ist. Wie gesagt, wir müssen als erstes mal die Spur duplizieren hier, also diesen Kanal. Das geht in Logic relativ einfach, indem ich Kommando D drücke. D für duplizieren. Und dann kann ich, wenn ich da zweimal drauf drücke, bup, bup, kann ich da direkt hier zwei Spuren rausmachen, die exakt die gleichen Plugins, Einstellungen und so weiter enthalten wie die Originalspur. Nur eben der Inhalt ist noch nicht drauf. Das heißt, den kopiere ich auch nochmal kurz rüber, klicke den mit der Maus an und halte die Alt-Taste. Und schwupp, kann ich das mal eben rüberziehen und nochmal rüberziehen. Aufpassen, dass du nicht verrutscht. Und dann sind im Prinzip auf allen drei Spuren exakt der gleiche Inhalt drauf und exakt das gleiche ist es jetzt im Prinzip nur dreimal vorhanden. Ne? Jetzt müssen wir es ein kleines bisschen nachbearbeiten, damit dann auch wirklich dieser Trick funktioniert. Und als erstes müssen wir mal die neuen Spuren im Panorama verschieben. Dazu verschieben wir als erstes mal die eine Spur nach links hier und die andere nach rechts und benennen die dann auch einfach mal. Ne? Die eine heißt Bass links und die andere heißt Bass rechts. Und damit ist der erste Teil schon mal erfüllt von der Aufgabe. Die klingen jetzt erstmal nicht anders, sind nur ein bisschen um die Hälfte leiser geworden. Zusammen klingen sie aber genauso wie die Originalbassspur, wenn ich die also jetzt solo schalte. Ist da kein Unterschied zur Originalspur. Die klingt nämlich so.
vielleicht einen Tacken leiser, aber sonst kein Unterschied. Ne? Also wie gesagt, das ist kein Unterschied zwischen den Spuren. Sorgen wir also dafür, dass sie sich jetzt deutlich von der Originalspur unterscheiden. Dazu müssen wir als erstes mal in beide neuen Spuren einen Equalizer reinladen. Ich lade mal den Channel EQ rein, der hier bei Studio One, wollte ich sagen, bei Logic mitgeliefert ist. Der Standard Equalizer, der hier drin enthalten ist. Jetzt nehme ich als erstes mal einen Low Cut und schneide mit dem Low Cut alles unterhalb von, sagen wir mal, 200, 250 Hertz so weit weg. Also alles, was wirklich mit dem Bassbereich zu tun hat, der fängt so knapp unterhalb von 200 Hertz an. Alles da runter schneiden wir jetzt einfach mal weg. Machen wir mal 250 Hertz. Ne? Und diesen Equalizer, den laden wir jetzt einfach mal auf beide Spuren. Ja, ist er schon? Weil ich die beide aktiviert hatte, aber auf der rechten Spur dürfte der Equalizer noch nicht eingestellt sein. Richtig? So, machen wir den also noch den Low Cut. Auch hier 250 Hertz. Jetzt sind beide Spuren unten rum sehr beschnitten und klingen natürlich verhältnismäßig dünn, nämlich so. Ist jetzt nicht so geil, ne? Wir müssen aber noch ein kleines bisschen weiterarbeiten. Zunächst einmal müssen wir beide Spuren ein kleines bisschen zeitlich voneinander trennen. Das heißt, wir schieben jetzt einfach die linke Spur einfach mal 20 Millisekunden nach vorne und die andere schieben wir mal 20 Millisekunden nach hinten. Das könntest du jetzt händisch machen, indem du die beiden Spuren einfach anpackst und hier ein kleines bisschen verschiebst. Einfach, das machen wir aber noch ein bisschen geschickter, indem wir einfach die ganze Spur direkt ein bisschen verschieben. Das geht hier links im Inspektor und ich denke mal, bei deiner DAW geht das auch bei den Spureinstellungen. Hier im Inspektor muss man einfach hier das I für Info oder Inspektor drücken. Information steht jetzt hier, ich nenne es immer Inspektor. Kommen weitere Informationen zutage, die zu dieser einzelnen Spur gehören. Unter anderem, wenn man hier auf das Mehr noch klickt bei Logic, dann kann man hier das Delay einstellen. Also eine Verzögerung für diese Spur. Und das Tolle ist, dass man diese Verzögerung eben nicht nur nach hinten, wie bei einer klassischen Verzögerung, machen kann, sondern auch eine negative Verzögerung, also das Signal nach vorne ziehen kann. Und das machen wir mal hier. Wir ziehen das Ganze einfach mal 20 Millisekunden nach vorne. Dazu müssen wir ein negatives Delay nehmen. Jetzt darf ich nicht durcheinander kommen. Und bei der rechten Spur machen wir im Prinzip das Gleiche, aber verschieben die um 20 Millisekunden nach hinten. Also 20 Millisekunden drauf und zack sind die beiden jetzt schon mal zeitlich ein bisschen voneinander getrennt. Wenn wir sie uns jetzt anhören, die beiden, dann werden sie auf jeden Fall schon mal aus der Mitte rausgesprungen sein und links und rechts außen liegen. Achte mal. Der klassische Haas-Effekt. Wir haben die beiden ein bisschen voneinander zeitlich getrennt und zusammen mit dem Originalsignal würde das jetzt schon ganz cool klingen. Wir wollen aber noch eins draufsetzen und wollen dann beide Spuren noch ein kleines bisschen verstimmen. Und zwar so um einen kleinen Bereich. Es gibt ja ein Halbton hat ja 100 Cent und ich möchte jetzt beide Spuren nochmal so um die 20 Cent, also um 20% verstimmen. Wieder ein bisschen getrennt voneinander. Die linke Spur verstimmen wir einfach mal um 20 Cent nach oben. Das geht hier bei Logic auch wieder im Inspektor hier auf der linken Seite bei Feinabstimmung. Da gebe ich einfach mal hier 20 ein und schon habe ich das ganze Ding 20 Cent verstimmt nach vorne, nach oben verstimmt und die rechte Spur machen wir dann entsprechend 20 Cent nach unten und zack. Auch hier im Zoom kann ich das zeigen. Machen wir minus 20 Cent und schon haben wir es geschafft, dass beide Spuren sowohl gegeneinander verstimmt sind, als auch zeitlich voneinander getrennt sind. Und dadurch, dass wir die jetzt auch verstimmt haben, klingen die so ein bisschen wie so ein statischer Flanger-Effekt. Ne? Gerade waren sie ja nur aus der Mitte rausgesprungen und nach links und rechts. Jetzt klingen sie wie so ein statischer Modulationseffekt. Hör mal. Na, Solo ist das wirklich nicht cool und vielleicht kann man da auch mal rumtesten, ob vielleicht 20 Cent nötig sind oder vielleicht auch nur 10 Cent. Musst du mal ausprobieren, was bei deinem Song am besten funktioniert. Der Trick ist jetzt, dass wir das Ganze bis an die Hörgrenze beim Bass ranschieben. Ne? Wenn wir also Solo hören würden jetzt zum Beispiel, ich gebe mal nur den Bass dazu, können wir das mal Solo dazu schieben. Ist jetzt so, das ist schon hörbar, ne? Also wir sind ja jetzt gerade im Solo-Modus, du würdest jetzt schon hören, dass diese beiden Spuren dazugekommen sind. Aber Solo interessiert ja keinen, wenn er deinen Song hört, sondern interessiert ja nur der ganze Song. Also schieben wir das Ganze einfach mal im kompletten Mix zu machen, also Solo aus und hören dann mal, wo so die Hörgrenze ist, wo es auffällt, dass da beim Bass irgendwie dieser breite Modulationseffekt dazugekommen ist. Und genau wenn du an dem Punkt bist, wo es dir auffällt, dann ein kleines bisschen runterregeln, dann bist du genau richtig. Also hören wir uns das Ganze mal im Mix an. We'll be right back.
Es ist wirklich subtil, ich gebe es zu, und wahrscheinlich musst du auch ein bisschen rumtüfteln, um den richtigen Punkt zu erwischen. Aber wie gesagt, wenn du es aktiv hören kannst, dann ist es schon zu weit. Ich habe jetzt gerade mal gegengehört, ne? Das heißt, ich habe ein bisschen hochgeschoben, habe gedacht, na, es ist genau die richtige Stelle. Dann habe ich beide Kanäle mal gemutet, also stumm geschaltet. Und wenn dann der Effekt eintritt, es scheint irgendwas zu fehlen, aber ich kann nicht genau benennen, was es ist, dann bist du genau an der richtigen Stelle. Weil wenn du es dann wieder dazu gibst, dann kommt nämlich eben dieser etwas breitere Effekt und der Bass wird einfach ein bisschen größer. Und wenn du es dann wieder mutest, die beiden neuen Spuren, dann wird der Bass ein bisschen kleiner. Natürlich wird er auch ein klitzekleines bisschen leiser dann, aber das soll man an dieser Stelle nicht entscheidend sein. Das kann man dann später noch nachregeln. Aber insgesamt ist es dann so, dass der Bass breiter und größer wird und du dafür sorgst, dass der Bass auch in deinem Mix breiter und größer wirkt. Kleiner Trick, große Wirkung, muss man wirklich vorsichtig mit umgehen, dass man es wirklich nicht zu sehr über die Hörgrenze drüber hinausschiebt, denn dann wird es einfach auffällig. Kann ein schöner Effekt sein, muss aber nicht. Und wir gehen jetzt erstmal rüber zur Frage der Woche. Also los geht's. Also ein relativ einfacher Trick mit aber einer großen Wirkung. Ich finde, damit kann man wirklich wunderbar dafür sorgen und ganz subtil dafür sorgen, dass der Bass ein bisschen größer im Mix wirkt. Und letztendlich wollen wir das doch, ne? Subtile Effekte, die dafür sorgen, dass der Mix irgendwie cooler klingt, aber man sich nicht erklären kann, woran es liegt. Schauen wir auf die Frage der Woche. Die kommt heute von Mario. Und Mario fragte mich: Hallo Jonas, ich brauche mal deinen Rat. Welches Großmembran-Mikrofon für Gesangsaufnahmen würdest du empfehlen? Preis bis 500-600 €. Danke. Gruß Mario. Tja, das ist natürlich so ein bisschen die Gretchenfrage. Ne? Welches ist das perfekte Gesangsmikrofon, also für Vocals, für Rap oder für sonst was irgendwie? Und da entscheidet sich die Frage ja meistens schon daran, wer singt denn da überhaupt rein? Ich habe zum Beispiel eine kleine Auswahl hier an Mikrofonen aufgebaut, die ich alle hin und wieder mal benutze. Ich kann sie dir ja mal kurz vorstellen. Da ist zum einen der Klassiker, das SM57, was wir hier haben. Ich mach mal das iPad kurz zur Seite, damit ich auch sehe, was ich dir jetzt zeige, damit die Aufnahme auch weiterläuft. Also, wir haben hier das SM57, ein klassisches dynamisches Mikrofon, knapp etwas mehr als 100 €. Der Klassiker, damit wurde, glaube ich, so ziemlich alles aufgenommen, was man irgendwann mal aufnehmen konnte. Geht durchaus für Vocals sehr gut, auch wenn man es in der Hand halten kann, kann man damit eine schöne Performance hinlegen, kann für den einen oder anderen Sänger gut sein. Es gibt aber auch natürlich ein anderes dynamisches Mikrofon, der Klassiker zum Beispiel hier, ein SM7. In diesem Fall ein SM7, das SM7B ist heute noch käuflich erhältlich. Ich habe ein SM7, denn dieses SM7 ist genau das Mikrofon, ich gucke mal, dass ich das hier abmache, das Mikrofon, über das Michael Jackson alles eingesungen hat. Ein Mikrofon für Neupreis, jetzt glaube ich 370 € irgendwie so. Ich kann es mal unten verlinken in der Videobox, in der Videobeschreibung auf jeden Fall. Über dieses Mikrofon hat Michael Jackson, ich glaube, bis auf Heal the World alles eingesungen, was er jemals aufgenommen hat in seiner Solo-Karriere. Ohne den Popschutz sogar, weil Michael so ein guter Sänger war, dass er den gar nicht gebraucht hat, weil er bei Poplauten immer daneben gesungen hat. Und Michael brauchte übrigens auch keinen Deesser, weil er da auch so trainiert war als Sänger, hier einfach reinzusingen und bei Esses immer ein kleines bisschen zur Seite zu gehen. Das heißt, es hängt durchaus davon ab, welcher Sänger vorm Mikrofon steht und wie die Stimme klingt mit dem Mikrofon. Mit diesem Mikrofon hat zum Beispiel Michael Jacksons etwas dünnere Stimme sehr gut geklungen. Ne? Es gibt natürlich auch andere dynamische Mikrofone, wie zum Beispiel das MD441 von Sennheiser. Unterschätzt, wie ich finde, hat man früher häufiger auf Bühnen gesehen, sieht auch wirklich pissscharf aus. Ne? Ich glaube, Robert Palmer hat das ganz oft benutzt, aber natürlich ganz selten heutzutage noch zu finden, weil etwas teurer, kostet heute noch knapp irgendwie 900 €, wenn man es neu kaufen wollte, aber wirklich ein ganz spezieller Sound und wirklich ein geiles Mikrofon, haben wir neulich noch einen Sänger mit aufgenommen, wo wir beide überrascht waren, dass es so gut über dieses Mikrofon geklungen hat, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Wenn man weg von den dynamischen Mikrofonen geht, ist es natürlich hier der Klassiker, den man als erstes zücken würde, das U87. Hier die alte Variante aus den 70ern, die mir glücklicherweise gehört. Ein tolles Mikrofon, das allerdings viel Vorverstärkung braucht, zumindest wenn man das alte hat. Das AI, das neue, braucht nicht so viel Vorverstärkung. Ziemlich neutral, eigenständiger Sound irgendwie. Wenn man es aufgenommen hat, klingt es im Prinzip so, als wenn man nicht wüsste, warum es diesen besonderen Touch hat. Warum ist das Mikro eigentlich so teuer? Was ist eigentlich der Hype um dieses Mikro? Dann schiebt man es aber im Mix nach vorne und stellt fest, ich muss gar nichts mehr machen an dieser Aufnahme, denn die klingt in der Regel gut. Und das Tolle an diesem Mikrofon ist, darüber klingt fast jeder Sänger gut. Und das ist die Magie so ein bisschen auch von diesem Mikrofon. Das U87 ist aber allerdings in einer Preisrange, wo man sagt, also die 500-600 €, die Mario da haben wollte, da ist es definitiv nicht. Näher dran an dieser Preisrange ist zum Beispiel das AKG C414. Das ist so um die 700 €. Auch hier dann eine alte Variante. Hier das C414 EB habe ich mal bei eBay erstanden. Und hier steht sogar noch drauf, dass es vom österreichischen Rundfunk irgendwie kommt. Ein Klassiker
Allrounder und wirklich damit kannst du alles aufnehmen, vom Bläser über Overhead bis zu Gesang. Und auch hier kommt es natürlich darauf an, welcher Sänger da einsingt. Mit der einen Stimme kann es funktionieren, mit der anderen funktioniert es eben nicht. Wenn wir einen Allrounder nehmen, der aber trotzdem sehr variabel ist und der vielleicht ein bisschen preislich höher liegt, aber wenn man Glück hat, wenn man es im Sale vielleicht kriegt, zum Beispiel im Black Friday Sale, wo ich zugeschlagen habe, dann ist, ich wusste gar nicht, dass ich das mal irgendwann sagen würde, dieses Mikrofon von Slate Digital eine Wunderwaffe wäre übertrieben, aber auf jeden Fall ein sehr variabler Kandidat, denn zuallererst mal ist dieses Mikrofon ein wirklich sehr neutrales und gutes Großmembran-Mikro, wo man wirklich sagen muss, das ist ein tolles Mikrofon, mit dem kann man gute Aufnahmen machen, egal wer da reinsingt. Und dann hat man halt die Möglichkeit, über das Virtual Mix Rack von Slate Digital dann noch die Charakteristik von verschiedenen anderen Mikrofonen draufzulegen. Das heißt, man kann zumindest dafür sorgen, dass dieses Mikrofon annähernd wie ein U67 zum Beispiel von Neumann klingt oder annähernd so klingt wie ein U47 oder wie ein AKG C12 oder ein anderes Vintage-Mikrofon, ein Röhrenmikrofon, alles Großmembraner, die man normalerweise nicht so im Schrank liegen hat, wo man aber durchaus durchtesten kann, wie welche Charakteristik auf die aufgenommene Stimme am besten passt. Das heißt, man muss sich gar nicht bei der Aufnahme festlegen, welches Mikrofon man hat, was ja mit den anderen Mikrofonen so ist. Man singt rein, man hört sich die Aufnahme an, harmoniert das Mikrofon mit der Stimme oder nicht, harmoniert der Sänger mit dem Mikrofon oder nicht, und wenn ja, dann kann man es direkt aufnehmen, aber man legt sich halt fest auf dieses eine Mikrofon. Mit dem Slate-Mikrofon kann man sich auf jeden Fall so weit die Tür offen halten, dass man dann später im Mix noch entscheiden kann, ob man lieber die Charakteristik eines U67 nimmt, eines U47 und so weiter und so fort. Sogar ein C800 ist dabei von Sony. Ganz berühmtes Rap-Mikrofon, Röhrenmikrofon auch. Und natürlich klingt es nicht wie ein C800 oder wie ein C12 oder wie ein U87 oder ein U47 oder so weiter und so fort. Es klingt natürlich nicht 1:1 so. Aber man kommt zumindest in die Richtung rein und man kriegt so ein bisschen die Charakteristik von diesem Sound. Und ehrlich gesagt, von uns weiß keiner, wie ein Original U67 von 1967 klingt. Denn das hat keiner von uns im Schrank liegen und weiß in- und auswendig, wie es klingt. Aber es ist doch schön, wenn man zumindest die Charakteristik von so einem Mikro mal reindrehen kann und mal anhören kann, wie es ungefähr geklungen hätte. Und am Ende des Tages zählt ja nur der Sound, der am Ende des Tages auch rauskommt. Und wenn der gefällt, bitteschön, ist mir doch wurscht, ob das ein U67 Sound ist oder ein U47 Sound, weil der Zuhörer vor dem Radio kann ja auch nicht entscheiden, ob das jetzt dringend mal die Vocals sind, aber wirklich mit einem U47 aufgenommen worden. Das hört man aber auch wirklich ganz deutlich. Alles Quatsch. Hauptsache, der Sänger fühlt sich wohl und der Sound, der aufgenommen wird, entspricht der Emotionalität und der Performance des Sängers. Dann ist im Prinzip auch die richtige Mikrowahl getroffen. Und das ist im Prinzip das Fazit von dieser ganzen Geschichte. Jetzt habe ich einfach mal hier ein paar Mikros reingehalten, die ich glücklicherweise besitzen darf. Am Ende des Tages bin ich aber nur darauf vorbereitet, zumindest ausprobieren zu können. Suchst du also wie Mario das perfekte Mikrofon für deine Stimme, gilt es im Prinzip den alten Trick nur Trial and Error oder wie man heutzutage sagt, Trial and Terror. Nein, Spaß beiseite, das war wirklich kein guter Witz. Schreibt mal unten rein, wirklich kein guter Witz, nein. Es aber wirklich ausprobieren und dann einfach feststellen, ob das Mikrofon auf dich passt. Und wenn es auf dich passt, heißt das noch lange nicht, dass das vielleicht auf die Sängerin bei euch in der Band passt. Das heißt, durchaus mal ausprobieren, ob vielleicht ein Mikro für euch beide passt oder so. Da muss man halt ein kleines bisschen mal den CO2-Miesepeter nehmen, indem man sich mal ein paar Mikrofone bestellt und die ausprobiert und dann das zurückschickt oder das behält, was am besten funktioniert, die anderen wieder zurückschickt. Aber das ist halt der sicherste Weg. Oder du gehst halt in einen Musikladen rein und guckst da einfach mal in die Mikrofonabteilung, nimmst ein paar Sachen auf und hörst dir das dann vielleicht zu Hause an, wenn das die Möglichkeit hat. Ein guter Musikladen hat sicherlich die Möglichkeit. Oder du leihst dir mal von einem Freund ein Mikrofon aus, um herauszufinden. Also, die Frage kann nicht pauschal beantwortet werden. Es gibt Unmengen an diesen Mikrofonen. Im Blogartikel gebe ich dir mal ein paar Empfehlungen, wo du mal ein bisschen reinklicken kannst, wo du mal gucken kannst, welche Mikrofone ungefähr im Bereich 500-600 € liegen und die ich auch empfehlen kann in diesem Bereich. Da ist unter anderem auf jeden Fall auch das, muss jetzt gucken, dass sie nicht runterrollen, das SM7 und das SM7B dabei. Aber wie gesagt, ausprobieren und dann wirst du feststellen, welches das perfekte Mikro ist. Das war verwirrend, aber die Frage ist halt auch leider zwar klar gestellt, aber in der Antwort nicht leider klar. Ich hoffe, ich konnte dir trotzdem ein kleines bisschen weiterhelfen und würde mich freuen, wenn du hier das erste Mal auf diesem Kanal warst und noch nicht auf den Abo-Knopf gedrückt hast, dass du jetzt noch schnell draufklickst, denn dann verpasst du auch nicht das nächste Video, wenn es rauskommt. Am besten noch die Glocke daneben nicht vergessen, dann gibt es auch einen Hinweis, wenn zum Beispiel der nächste Live-Mix von mir rauskommt. Auch immer spannend zu erforschen oder dabei zu sein, einfach mal im Chat auch mitzuschreiben und ein paar Fragen zu stellen, die ich dann direkt beantworten kann. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!